Mann, ich war gestern bei dem Säufert, Mann, Alter. Und der meinte, wer ist denn der Säufert? Der ist auch so ein Bulle, Mann, Alter. Ich war doch auch gestern Verhandlungen, Schnellverhandlungen nenne ich das mal so, ja. Du warst bei einer Verhandlung? Was hast du denn gemacht? Vermummung und so, Mann, das Ding, Alter, wo wir den Typen da im Kräuterhändler eingepackt haben. Ach, okay. Haben. Alter Schwede, ja. Ja, ja, sie haben sich geständig gezeigt. Dafür hast du einen auf den Deckel bekommen? Ja, ich verstehe gar nicht, warum ihr nicht, Mann. Ja, weil ich gesagt habe, du... Ja, ach so, ja, weil ich durchgedreht bin, Alter. Scheiße, Mann. Stimmt, Alter. Ich habe alles auf dich geschoben, Alter. Wow. Stimmt. Ich habe noch gesagt, so Bruder, halt, stopp, halt den Wagen an. Aber stimmt, sowas in der Art habe ich auch gesagt. Ja, Mann, aber war cool, Mann. Die waren echt fair, yo. Was hast, ich, was muss es zahlen? Ach, 3.300, Mann. Ach, easy, Alter. Ja. Da brauchst du ja nicht mal einen halben Abend für zu angeln. Nee, noch nicht mal, Alter. Anderthalb Stunde, jo. Wenn du überlegst, was du alles gerammt hast, hast du bestimmt einen Schaden von 500.000 angestellt, nee, Alter. Nee, die meinten, man keine Zivilschäden und so, Mann, Alter. Kein Kollateral. Kollateralschaden. Ja, und dann, Alter, ja, ging... Oh, weißt Craig du, tut ja auch mal. Die Schulter seit dem Carlos, Abend. Carlos, so weißt du überhaupt, was Kollateralschaden ist? Mann, was soll das? Ja. Wenn mein Auto mehr kaputt gegangen wäre, wie es davor kaputt gegangen was, ist. Was tut der, Digga? Nee, du bist einer, Carlos. Du bist ein Kollateralschaden. Fick dich, Alter, fick dich. Von einer Flasche Wodka und einem Tankstellenkonto. Ey, Mann, Digga. Ich hab den Säufer dann noch nach dem Bonusheft gefragt, mal vielleicht kriegen wir so ein Ding, ja, Mann. Was denn? Naja, ich hab doch. Wir haben doch nur 2200 Tagessätze für die ganze Pisse da bekommen, Mann. Boah, da sind ja noch 2000 Tagessätze übrig, Mann. Geil. Der Säufer hat gesagt, der kümmert sich um das Bonusheft, Mann, mit Rabattmarken und so. Chaos, der hat dich genauso verarscht wie der Cop damals, als ich im Knast saß. Der gesagt hat, da kommt gleich ein Hubschrauber vorbei, der bringt sie zum Friseur. Auf den wartest du heute noch, Alter. Aha. Ja, ich ruf den gleich an, Mann, Alter. Ich will mein Bonusheft haben, Mann. Boah, die haben mir heute noch ein bisschen Eiter rausgequetscht, Digga. Behalte Fresse, du Bastard. Wo oh, das ey, denn? Zwischen deiner Zahnlücke oder was? Ich hatte mir doch einen Angelhaken ins Knie gerammt, Alter. Die Leiden eines Anglers. Ja. Wie kann man halt denn so sein und sich selber angeln, Alter? Was passiert, man, Alter, wenn man falsch auswirft, Mann? Hast wahrscheinlich noch gezogen und geschienen, hab ein ganz Ding wirft immer von hinten nach vorne und nicht von vorne nach hinten. Wie willst du denn dein Knie treffen, du Idiot, Alter? Halt's Maul, Junge. Ja klar, Alter. Du musst ja erstmal die Leine nach hinten werfen, Mann. Wer das Sexspielchen abgezogen hat am Wasser. Ihr habt ja Ahnung vom Angeln, jo, Alter. Ja, wir gehen der richtigen Arbeit nach, nicht so wie du. Ach komm, Junge. Was ist okay, darf ich eigentlich nicht sagen, du warst ja wirklich viel arbeiten, du Motherfucker. Ich weiß doch, Mann. Stopp. Wer hat gekündigt? Carlos, wer hat nochmal gekündigt? Was? Ich hab nicht gekündigt. Nein, ich hab nicht gekündigt, Mann. Der hat mich gekündigt, Mann, ich schwör's. Hast du gekündigt? Der hat mich gekündigt, Mann. Du bist, Alter, du bist... Ey, wirklich jetzt? Boah, du bist Abschaum, Alter. Du Schmarotzer, Alter. Wirklich. Widerlich, Alter. Boah. Hast du doch als Chaos gesagt, ich gehe jetzt arbeiten? Fick dich. Was hat Charlie dazu gesagt? Was hat Charlie dazu gesagt? Die wisst es noch nicht, Mann. Passt schon. Warte mal kurz. Ihr Wichser. Der hat mich gekündigt, ja? Sag hey, ihr das. Cooper, du Pisser. Charlie, dein Mann hat gekündigt, was sagst du dazu? Der hat seinen Job gekündigt, um Stütze zu kassieren und angeln zu gehen. Fickt euch. Ich glaube, da ist ein Telefonat notwendig, ne? Sanktionen, Taschengeld weg, Alter. Gib den nichts mehr, lass den richtig... Nee, Alter. Den Typ musst du sanktionieren, Alter. Wenn sie cool wäre, man hätte sie jetzt gesagt, nein, der hat mir letztens schon 70.000 in die Hand gedrückt, Mann. Alles Angeln. Klar, Charlie, auch rein. Fuck, Alter. Gleich klingt ins Telefon. Nee, mach's nicht, Mann. Glaub mir, ja.
Du, Alter, dass du gekündigt hast, Mann. Sie hat jeden Tag von mir 10.000 bekommen, Mann. Chill mal, ja. Passt schon. Dann will er einen Schlüssel vom T20 haben, damit er am Pennerpark die Stütze kassieren kann und im Auto chillen kann, Alter. Und dann sitzt er im Auto. Hey Charlie, und was ist denn mit Carlos los? Der will 10.000 Euro von mir. Der fragt, ob ich den 10.000 Dollar leihen kann. Ey, Alter. Gibst du denn kein Taschengeld mehr? Ja, nein, ich gebe ihr Taschengeld. Der rennt hier gerade rum, der will die Autos verkaufen und so. Ich glaube, ja. Was? Der will seine Autos verkaufen. Ja, komm her. Ich rufe den jetzt gleich mal an. Okay, mach das. Okay. Tschüss. Die kennt euch viel zu gut, Mann. Jetzt kriegst du Ärger. Nein. Die kennt euch viel zu gut, Mann, Alter. Glaubt ihr gar nicht, Mann. Die hatte gesagt. Ich verkaufe keine Autos, Mann. Die blöden Kinder. Ganz kurze Leine. Jetzt muss der sich rechtfertigen. Ja, Carlos wollte Abend keine Enchiladas. Kündig dir einen Job, Alter. Heftig. So ein Pisser. Lässt sich erst hochpushen und dann kündigt er. Ich könnte schwören, vor einer Woche habe ich noch zu ihm gesagt, ich sag, kündige doch, ich glaube, Stütze kassiert auch mehr. Nee, ich würde niemals kündigen, Alter. Da läuft der, Alter. Pisser. Was der den ganzen Tag über verdient mit Angeln und seiner Stütze, machst du in einer Tour. Okay, Mann. Okay, Mann. Der ganz stolz gesagt hat damals, ich gehe jetzt wieder arbeiten. Jetzt kommt der gleiche her. Jetzt aber ich zeige euch das, Mann. Und tut das leider, dass den Charlie vorgezeigt. Ich gehe wieder arbeiten. Ihr werdet das noch sehen. Du wohnst immer unter meinem Haus hier. Hab dich hochpushen lassen, Mann, und bist dann nie wieder arbeiten gegangen. Und was sagt der Fischkopf? Lass mal nach Hause fahren erstmal. Okay. Boah, das ist original Real-Life-Beziehung, ne? Ohne Witz, Alter.